Bevor ich jetzt anfange, über mich zu erzählen und über die Erfahrungen und so weiter, möchte ich mich an der Stelle erst nochmal ganz, 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 ich kann gar nicht ganz genug sagen, ganz herzlich bei dir bedanken, wirklich vom ganzen Herzen auch, weil du bei mir auf jeden Fall einen Prozess angetreten hast und ausgelöst hast, wo ich ohne das Programm so jetzt nicht hingekommen wäre, ja. Ich glaube, das hast du auch bei ganz, ganz vielen von den Mädels geschafft. Und ich habe mich auch vorher schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und habe auch schon mal meine Vergangenheit mal analysiert und woher viele Themen kommen. Aber das hat jetzt nochmal ein ganz anderes Licht auf die Sache geworfen und ich habe mich einfach nochmal viel, viel stärker mit den einzelnen Themen und mit mir selbst auseinandergesetzt. Ja. Und für mich war es auf jeden Fall eine absolute Riesenbereicherung, wirklich. Und ja, wie gesagt, wie dankbar ich bin, das kann ich eigentlich kaum in Worte fassen. Und deswegen auch nochmal hier an dieser Stelle danke, 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 dass ich daran teilnehmen durfte. Und ich muss sagen, es hat mir echt enorm geholfen, einfach auch einen anderen Blickwinkel auf viele Dinge zu legen. Wirklich mehr Positivität, Dankbarkeit. Ja, zufriedener mit mir und allem drumherum zu sein. Also ich ärgere mich auch weniger. Das Programm hat wirklich was bei mir losgetreten. Ich habe auf jeden Fall meinen Funke definitiv wiedergefunden und mein Brennen und meine Leidenschaft so wieder gespürt. Und ich bin jetzt gerade dabei, einen eigenen Blog aufzubauen, wo ich bei den Themen schreibe, die mich bewegen, die mich beschäftigen und die ich auch leidenschaftlich gerne mache. Ich habe nochmal die ganze Arbeitssituation hinterfragt, in der ich mich gerade befinde. Und habe auch erkannt, wo mein Weg da eigentlich hingehen soll. Und bin dann natürlich auch proaktiv geworden. Und das Ganze wäre gar nicht ins Rollen gekommen, wenn ich das Programm nicht gemacht hätte. Ich hätte das Ganze nicht hinterfragt. Und ja, und ich glaube auch, dadurch, dass man einfach viel mehr zu seiner Leidenschaft kommt, rückt, es war bei mir auf jeden Fall so, rückt diese Essensthematik viel mehr in den Hintergrund, weil das Essen war ja vorher mein Alltag, mein Auch Fokus. wenn man jetzt vielleicht denkt, es hat nichts mit dem Essen zu tun. Man muss erstmal an sich selber vielleicht ein bisschen arbeiten, bevor man an das Hauptthema kommt. Und jetzt, da mein Fokus sich auf die Dinge gerichtet hat, die ich tatsächlich mit Leidenschaft und Liebe mache, ist der Fokus einfach gar nicht mehr so aus auf der Ernährung automatisch. Ne? Ich hätte mir zum Beispiel früher niemals erlaubt, essen zu gehen, weil ich konnte die Kalorien nicht zählen. Mittlerweile gehe ich so viel essen, ich gehe mit Freunden einfach weg, ich kann mein Leben einfach viel mehr genießen, als noch vor einer Weile der Fall war. Mein Ding ist so, ich habe wirklich meine Ernährung echt schon super gut für mich, würde ich sagen, umgestellt. Und damit geht es mir auch super gut. Ich esse wirklich, ich bin immer bedacht auf viel Gemüse, viel Obst, viel unverarbeitete Lebensmittel. Kochen ist auch so voll meine Leidenschaft geworden, ne? Und auch so ohne Rezept, einfach so, wonach mir ist und was ich so da habe. Merke für mich, habe ich einfach das Gefühl, dass es von Tag zu Tag besser wird. Und das hatte ich dir ja auch mal zwischendurch geschrieben und das tut einfach unendlich gut für mich selber. In dem Bezug halt auch für mich lernen, liebevoller mit mir umzugehen. Also liebevoller Umgang ist ja sowieso so ein Thema gewesen. Bin eben dankbarer nochmal geworden. Laufe irgendwie nochmal mit einem anderen Blickwinkel durch die Welt. Also tatsächlich auch positiver. Auch konnte ich für mich jetzt so lernen, einfach auch mein Sättigungsgefühl tatsächlich wieder wahrzunehmen. Also wirklich bewusst zu essen, das mache ich aber wirklich regelmäßig, ich achte da auch drauf. Ich beachte auch mein Sättigungsgefühl mittlerweile und sage dann auch, hey, komm, nee, ich lasse das jetzt, weil mir geht es jetzt gerade gut, ich bin gut gesättigt und das reicht mir halt, ne? Es ist jetzt, wäre jetzt emotionaler Hunger, wenn ich jetzt weiter esse. Also mir persönlich hat der Workshop sehr dabei geholfen zu lernen, wie ich mit meinen negativen Gefühlen am besten umgehen kann, wie ich sie manchmal sogar vermeiden kann und wie ich sie nicht mehr, wie schon gesagt, aufesse. Wie fühle ich mich jetzt im Vergleich zum Programm vorher? Viel besser und ich muss auch sagen, viel klarer einfach. Viel klarer über mich,
über das, was mir wichtig ist. Ich finde, was in dem Programm einfach sehr, sehr gut klar geworden ist, ist, wie diese ganze Problematik Essen und die Vergangenheit, wenn man selbst, das eigene Wesen, so wie das eigentlich alles zusammenhängt und verknüpft ist. Und das versteht man so eigentlich gar nicht. Also ich habe schon gewusst, dass da irgendwo eine Problematik in meinem Keller ist, ne? So. Aber dass es so stark mit der Sache mit dem Essen verknüpft ist und so weiter, das war mir vorher eigentlich nicht so bewusst. Und also das Programm hat auf jeden Fall dafür super viel geholfen, einfach Bewusstsein zu schaffen über mich selbst, über meine Situation, über die ganze Thematik Ernährung und wie das alles eigentlich funktioniert und zusammenhängt und so weiter. Und mein Leben hat es total bereichert. Im Vergleich zu vor dem Programm fühle ich mich einfach ein Stück weit leichter. Ich habe halt das Gefühl, dass ich jetzt so Handwerkszeug mitgegeben bekommen habe für mich und mein Leben, um eben stetig weiter an mir auch zu arbeiten. Und ja, wie gesagt, ich bin halt irgendwie zufriedener, habe weniger Druck, setze mich weniger unter Druck und habe eben wirklich so diese positive Denkweise an den Tag gelegt und dann ging es mir auch direkt irgendwie viel, viel besser, also wirklich super. In Workbook sind Aufgaben, bei denen man sich sehr mit sich selber auseinandersetzt. Das ist einfach total angenehm, um ehrlich zu sein, weil man setzt sich normalerweise nicht abends an einen Tisch und denkt zum Beispiel darüber nach, wie das negative Gefühl heute Morgen entstanden ist und wie ich es hätte vermeiden können. Ob ich es weiterempfehlen würde, auf jeden Fall. Weil es ist ja tatsächlich so, dass die Fitnessindustrie uns da was vorlebt und vorgaukelt. Wie überall diese Fitnessleute, Fitnessmodel auf Instagram und Co. sehen und überall Vorschriften, wie man sich ernähren soll, Pläne und sonst was. Und zu diesem Thema Pläne kann ich einfach auch nur nochmal sagen, mich hat diese Thematik Pläne, das hat bei mir noch so viel schlimmer gemacht. Und ich kenne so viele, bei denen es durch so einen Ernährungsplan so viel schlimmer geworden ist. Ja, und erstmal zu verstehen, dass so ein Programm dich vielleicht kurzfristig dünner macht oder wie auch immer, du bleibst gefangen in dieser Spirale und du bekämpfst nicht die Ursache. Und es ist, da fehlt einfach das Bewusstsein der Leute und das ist so schade. Und mir hat das Bewusstsein ja auch mal gefehlt. Jackie, dir hat das Bewusstsein ja auch mal gefehlt. Und das erlernt man jetzt, also habe ich in den 10 Wochen einfach nochmal ganz, ganz toll verinnerlichen können. Also und begriffen nochmal für mich. Also wie gesagt, ich habe mich ja vorher schon ein bisschen damit beschäftigt, aber das, wie das eigentlich mit unserem inneren Kern zusammenhängt, das wurde nochmal viel wesentlicher deutlich. Und ich würde auf jeden Fall dein Programm weiterempfehlen, weil ich es einfach super informativ finde und es auch einen selbst ja so anders sehen lässt. Also ich habe nochmal einen ganz anderen Blick irgendwie auf mich selbst auch bekommen. Auch ganzheitlich, also das finde ich super. Die Ursache einfach ganz woanders liegt und solange ich die Ursache halt nicht bekämpfe, kann das Problem sich auch nicht in Luft auflösen. Ich meine, Luft auflösen sowieso nicht, aber kann ich an dem Problem nicht arbeiten. Aber die Ursache wird halt nicht bekämpft und ich finde das so, so wichtig. Und deswegen finde ich das auch einfach mega gut, dass du das in diesem Programm so aufgefahren hast. Und für mich war auch einfach da einfach nochmal so ein Schlüsselerlebnis, wann das bei mir anfing. Also, dass das tatsächlich jetzt schon 6 Jahre sind, wo ich immer irgendwie daran bin, oh, wie viel wiege ich, ich möchte abnehmen, mich wohler fühlen, essen, ne, und irgendwie. Jackie, ganz tolle Arbeit, großartige Arbeit, die du da geleistet hast. Vielen Dank für alles. Ich finde es ganz klasse, wie du das ganze Programm, wie du es aufgebaut hast, wie du auf unsere Fragen eingegangen bist. Auch mit den Aufgaben, dass wir immer noch was zu tun hatten und wo wir nochmal für uns selber tief reingehen konnten. Ja,
ich kann einfach nur vom Herzen Danke sagen und vom Herzen sagen, dass du, ich glaube, ganz vielen Menschen damit die Augen öffnen kannst. Was du da auf die Beine gestellt hast, ist wirklich, wirklich toll. Da sollten wirklich viele von profitieren können, weil es einfach einen ganz anderen Blick auf das Leben für einen selber bringt. Also bei mir ist es so. Und einfach diese Zufriedenheit mehr zu gewinnen für sich, das ist für mich so kostbar und auch so dieses, ich muss mich nicht immer unter Druck setzen, das ist toll, also wirklich. Vielen, vielen Dank dafür und danke, danke, danke für alles. Ich würde mich doch mal bei Jackie dafür bedanken, für die schöne Zeit. Und ja, wie gesagt, wie dankbar ich bin, das kann ich eigentlich kaum in Worte fassen.